Du und deine Lines! Okay. Willkommen bei Tabletten-Timmy! Und Tabletten-Timmys Lines! Und Dylan ist eigentlich nur hier dabei, weil die sich nicht traut zu einem 2 gegen 1. Aber ist doch verständlich, guckt ihn euch an, halbe Tier! Das hat mein Chief gesagt, nimm Ilan mit, damit's nicht eskaliert! Seid, als ob ich ruhig bleib bei Frisch Flash, bin oldschool und tödlich wie ein Gefeile, kriegt gleich des Kriegs Bein in die Körper! Timmy steht daneben mit seinem Handy und schreit: Wildstar! Scheiße, Bruder, Mann, was ein Meme. Der Shit ist so Meta. Die Leute nennen es Physik, ihr habt keine Klasse. So wie Marx Utopie. Sind wir mit euch fertig, steht vor eurem Namen, just we. Ihr zwei denkt also, ihr würdet heute für euch einen Sieg ernten? Doch das ist leichter gesagt als getan, so wie clean werden. Denn heute sehen wir zwei dieser Berliner MCs sterben. Durch die Hände von zwei Nerds mit abweichenden Dioptrien werten. Team Dioptrien, wir sind übertrieben krass. Timmy, Ilan, Essen, Spülmaschinen, Tabs. Ilan hätte fast abgesagt, weil ein Team-Battle bedeutet, dass er keinen Monolog spricht. Und Timmy wacht nachts schweißgebadet auf und fragt sich, wo seine Flows sind. Ja, wo sind denn deine Flows? Sag, wo sind sie, du Pfeife? Timmy ist kein echter Gegner, diesen Korknamen klatsche ich. Der einzige Enemy, den ich ernst nehme, heißt mit Vornamen Patrick. Ja, Timmy ist eh kein echter Mensch, sondern der hochgezogene Morgenrotz von Karate Andy, der gelernt hat zu sprechen. Digga, du würdest hier nicht stehen, hätte Ilan dir damals nicht geholfen, aus dem Labor auszubrechen. Eure Battles sind wie Plastik, bunt und anorganisch. Doch, schaust du dir die Battles denn so an? Organisch. Oh. Junge, ich komm mit nem Skafach voll als dein Vater an nem Dienstagabend. Wenn mich eine von euch abfuckt, schick ich euch beide wie eben dieser Schlaffen. Obwohl ihr ganz nach euren Vätern kommt, denn ihr seid wieder am Versagen. Und das erst nicht seit dem Matchup, euer ganzer Werdegang ist Trap-Kurada. Du, ich hab mir Daddy's Dick zu oft gegönnt, looking ass, motherfucker. Aber fick dein Vater! Die Ehefrau von dem Bastard ist auch voll die Linke. Keiner ahnte, dass ihr Sohn mal Parts rappen würde und gleich schon ein kleiner Star wird in seiner Nachtelfen-Gilde. Ja, Mann! Ja, Mann, vom Zauberstab zum lyrischen Messer. Doch erklärt mal, was bleibt von euch übrig ohne dem Schauspieler als Rapper? Meine Crew trinkt ein Bier auf Ex. Und das, nächste wieder. Eure Jungs bestehen aus 4 League of Legends-Spielern. Schmutz, Junge. Ey, ihr merkt schon, wir sind mit Punchlines am Start, von denen jeder Rap-Fetisch ist schon jetzt einen Halbsteifen hat. Wir kommen mit Allgleich niemand für den Gegenwert von einem halben Kilo Alteisen anscheißen darf. Ekelhaft, Alter. Aber wir sind so zielgerichtet, dass ein Nippel-Twist von uns immer direkt den Nippel trifft. Immer. Versuch einer zu... Versucht einer von euch bei uns einen Nippel-Twist, könnt ihr zusehen, wie unser Nippel eure Finger bricht. Junge, das ist sick. Ey, dich fragen Leute nach Battles, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Mich fragen Leute nach Battles, wo ich meine Jacke gekauft hab. Weißt du, was mich voll abfuckt, Genosse? Seit die Pisse in der Stadt sind, riecht sie ganz schön nach Fotze. Und das stört mich halt mies beim Bombay-Trinken, wenn sich in Berlin diese zwei No-Names befinden. Und sollte das die Justiz nicht okay finden, kill ich vielleicht die zwei Weiber wie O.J. Simpson. Denn ich bin so fucked up von diesen zwei Larrys. Scheiß drauf, ich hab die Sniper ready. Okay, siehst du diesen fetten Hurensohn mit Brille? Bruder, ich seh nur einen fetten Hurensohn mit Brille. Check. Und dieser Ilan ist ein Hund. Sollen wir mal wetten um Kohle? Ich meine, wenn du willst, ist der Einsatz auch eine Pedigree-Dose. Du brauchst einen Maulkorb, weil du nur eine Töle bist. Dein Halsband sagt: Hi, ich bin Ilan, bitte töte mich. Ey, ich und meine Crew decken uns gegenseitig, weil keiner von den Bullen spricht. Du und deine Crew decken sich gegenseitig. Aber nur im Sinne eines Zuchtbegriffs. Ey, hier kommt Punch nach Punch. Hier kommt Punch nach Punch, alles sitzt, du deckst dich ungeschickt. Dir fällt in Berlin die Decke auf den Kopf, als ob du 45 in einem Bunker sitzt. Nach diesem Battle hat das ganze germanische Volk Angst, denn ich bin Joe Farrow, a.k.a. der mit dem Wolf tanzt. Yeah! Was mich und No One verbindet. Der Name ist Programm. Ich bin Rupert, du ein Niemand. Eine Witzfigur von Mann. Für den Zottelkopf empfinde ich nichts als Antipathie. Freudscher Versprecher. Ich gehe auf No One los und attackiere ihn mit dem Messer. Doch die Klinge steckt im Andi, Freudscher Abstecher. Ey, yo, Dicker, guck mal, was für ein Team. Die sind voll süß, die leben den Traum. Bruder, wusstest du,
Seitdem Josef rappt, macht Rupert es auch. Seitdem Josef druft, dann macht Rupert es auch. Malt Josef ein Bombing, dann macht Rupert es auch. Was passiert, wenn Josef Ruperts Schwester dann... Okay, nein, da hören wir auf. Okay, du kiffst sehr gern, aber was du rauchst, ist Schama und du siehst haargenau so aus, Alter. Ekelhaft sein Vater. Wir waren bei euch am Bahnhof, Dicker. Rauchten dort unsere Saru-Sticker. Josef sagt, er hätte in 1 4000 Schabu-Sticker. Doch am selben Tag lief ich mit zwei geilen Hipster-Eulen durch den Mauerpark Barfuß-Sticker. Verkaufte Gras pro Dicker. Gucke links, gucke rechts. Wo warst du, Dicker? Aber mit Wolle spielt Diltili eine Trumpfkarte und lässt solche ordinären, im Kopf beschränkten Trottel schneller mit hochkomplexen Bombentexten zu Boden strecken, als erlitten sie, während ich die Strophen schmetter, einen Kopfschusstreffer. Ich durfte auch noch kein Match um den Titelwagen, noch sieht man von meiner Einfahrt einen Beamer oder einen Chrysler parken. Ja, sorry. Aber dafür habe ich ein Kombi. Denn ich komme meistens... Denn ich komme meist im schwarzen Leichenwagen vorbeigefahren und werde die Hoffnung dieses kleinen Spaten, ein Newcomer ohne gehypten Namen, sei leicht zu schlagen, gleich begraben. Digga, du denkst, das würdest du heute einfach haben. Würdest du jetzt da drüben stehen, könntest du dich allein verarschen. Digga. Weißt du eigentlich, warum der Name Jackster wie die Faust aufs Auge perfekt zu dir passt? Weil du irgendwie auch klingst wie eine Mischung aus einem Rapstar und einem Jack. Und nein. Jack ist kein MC-Name einer dieser harten Typen, die aus irgendeiner gefährlichen Hut kommen und jeden kaputt boxen, du Dummkopf. Der Jack ist ein gehörntes Huftier, auch bekannt als tibetischer Grunzochse. Ey, ich hoffe, dass wenn du schon aussiehst, als hätte der Chief dich hier gerade hingeschissen, hast du für mich mehr als Weckereienketten und ein paar lahme Witze, weil ich heute nicht einfach nur Bars kicke. Junge, wenn ich meinen Part bitte, hagelt es Arschtritte, bis ich nach dem dritten auf dein Grab blicke und grasbliffend darauf warte, bis es mit Schnee bedeckt ist, in den ich dann meinen Namen pisse. Täglich ins Koma, bis ich blöd bin wie Homer. Du sitzt täglich auf dem Sofa, hebst die Fettschürze zu und es stinkt nach Gorgonzola. Dicker, ich hasse dich. Ich finde dein Lispin das Letzte. Er meinte, er hasst dich. Ich finde dein Lispin das Letzte. Ich dachte, wir werden Kingpin und Virus. Doch da stehen Schmitty und Kretze. Und währenddessen ich euch hier jage wie Viehtreiber, bin ich mir sicher, dass Felix deine Frau bumst. Denn wir zwei sind variabel wie eine Leerstelle in einem mathematischen Ausdruck. Du kriegst Tritte vor den Kopf und dein 10er IQ verteilt sich unter meiner Schuhsohle. Exo hat immer eine Fahne wie Fluglotsen und ich bin immer dicht so wie U-Boote. Ey, und ich scheiß auf dich, du bist Satan, du Psycho, bist du nicht. Junge, red dich nicht raus. Was, Felix ist imaginär, den sehen wir doch auch. Aber Virus! Kommt ja anscheinend mit Flaschen klar wie Pfandbehälter. Aber wenn du sagst, Satan ist der Boss, dann bist du immer noch mein Angestellter. Zähl deine Frau in den lebenslangen Knast. Ich zähl sie in die Kirche, fernasch sie auf dem Altar. Sie schrie dabei auch ja. Doch ich hab sie nicht gefragt. Also kriegt sie Schläge mit dem Toaster, Spacko. Guck mal, Opti macht sogar Yoga-Agro. Er vertickt bei uns das rosa Nago. Ruhe. Und deine Olle, die ist praktischer Bracke, wird nach dem Battle gekidnappt und frisst unsere Kacke. Erst flennt sie rum, wird gequält mit Schlägen und Strom, doch dann will sie unsere Cox blown und fickt ohne Kondom dein Stockholm-Syndrom. Und ich pimper die Nutte, in den Hintern die Nutte, Rö Abi, ey, ich schwör, so behindert die Nutte. Sie ist gerade 5, trägt schon Tangas die Nutte, sie frisst die ranzige Kuppe und ich ficke ihren Arsch, bis er aussieht wie eine Champignonsuppe. Ihr wecken dummen Opfer, kriegt nach dem Battle eine drauf. Holei, holei, dumme Ho. Ihr denkt, Punchline wäre ne Nase-Speed und seht wie Inzest-Kinder aus. Deine Ma und ein paar Sis und Bro. Drum seid jetzt keine Bitch und rappt gleich besser nicht. Sonst holen wir unser Messer und es sticht, sticht, sticht. Und denkt ihr, das macht uns Spaß? Denkt ihr, das macht uns Spaß? Denkt ihr, das macht uns Spaß? Yeah! Yeah!